Hey, willkommen zu Feuertopf Gaming. Ich bin Nosa und heute schmeiße ich Do Not Feed the Monkeys in den Feuertopf. Das ist ein Spiel, wo man plötzlich die Nachricht bekommt, hey, hier hast du ein paar Überwachungskameras und man muss ein paar Sachen herausfinden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist eine Weile her, dass ich dazu Videos gesehen hatte, aber ich habe es mir gekauft. Und, ich hab Lust drauf. Okay. Neues Spiel, mein Avatar. Okay. Nee, Spannermodus nicht. Die Ente. Definitiv die Ente. Ich habe mir Zettel und Stift bereitgelegt, falls ich was niederschreiben muss. Da habe ich... Der Primatenbeobachtungsclub, sehr verehrtes neues Mitglied, nach einem strengen Prüfungsverfahren wurde Ihr Mitgliedsantrag bewilligt. Oh, ich habe mich angemeldet. Okay. Willkommen in unserem Club der Wildtierbegeisterten. Bitte lesen Sie sich den Vertrag sorgfältig durch und akzeptieren Sie die folgenden verbindlichen Vertragsbedingungen. Grundsätze. Erstens, der Club widmet sich als Organisation der Erforschung von Primaten in ihrem natürlichen Lebensraum. Als Mitglied haben sie das Privileg, die einzigartigen Geschöpfe mittels ihrer Monkey Vision 2.1 Anwendung in ihren Käfigen zu beobachten. Okay. Zweitens, um ihre Club-Privilegien zu behalten, sind sie verpflichtet, alle 5 Tage eine Clubstufe aufzusteigen. Das ist aber, alle 5 Tage? Was den Kauf einer bestimmten Anzahl von Käfigen erfordert. Ach, Käfige sind die Kameras, wa? Fortschritt. Drittens. Sie beginnen auf Stufe 1. Affenfreund. Sie müssen 5 zusätzliche Käfige kaufen, um die nächste Stufe zu erreichen. Viertens. Alle 5 Tage trifft unsere Organisation zusammen, um ihren Fortschritt zu bewerten. Wenn sie ihr Ziel nicht erreicht haben, werden sie umgehend aus dem Club ausgeschlossen. Ich schätze, das ist das Ende dann des Spiels. Game over. Datenschutz. Fünftens. Sprechen Sie mit niemandem über den Club oder seine Aktivitäten. Deinstallieren Sie niemals diese Anwendung. Sechstens. Die Interaktion mit den Primaten ist strengstens verboten. Denken Sie ja daran, das Füttern der Affen ist verboten. Okay. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Regeln erteile ich dem Club das uneingeschränkte Recht, Disziplinarmaßnahmen gegen mich einzuleiten. Was sind Disziplinarmaßnahmen? Klick, klick, nervöses. Okay, Monkey Vision. Ich habe meine Finanzen. Kontostand ist 90. Okay, ich glaube nämlich, streame die Game. Was ist das? Oh, okay. Okay. Bringt das was? Beste Punktzahl. Es hat die beste Punktzahl nicht gespeichert, wahrscheinlich, weil ich nicht beendet habe. Kalender. Okay, Vermieterin will nachmittags ihr Geld. Morgens 9 bis 12. Morgens ist 9 bis 12, nachmittags ist 13 bis 17. Da streiten sich manche drum. Dass nachmittags erst später ist. Okay, also später als 13 Uhr anfängt. Abends 17 bis 21 Uhr. Nachts wahrscheinlich nichts. E-Mail. Verbleibende Tage? Wir informieren Sie, dass Ihre Zahlung für die Bestellnummer 3457 Artikel Anmeldegebühr Empfänger erfolgreich verarbeitet wurde. Weiterlesen. Vielen Dank, dass Sie PW Payments verwenden. Okay. Vertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen. Sehr geehrtes neues Mitglied, Ihr Benutzerkonto wurde aktiviert. Nachfolgend finden Sie eine Kopie der von Ihnen akzeptierten Vertragsbedingungen. Okay, das haben wir, glaube ich, alles. Ja, hallo?
Hexer, fünfter Winkel, hallo. Okay. Warte, hey, bist du da? Hallo? War nicht einfach, aber jetzt bist du drin. Jetzt bist du Teil der Elite-Kollege, kannst mir später danken, lol. Du weißt, was du zu tun hast. Spiel nach den Regeln und besorg dir so viel Geld wie möglich. Ich habe dich gewarnt, Clubmitglied zu sein, ist nicht billig. Mach jetzt keinen Rückzieher nach allem, was ich für dich getan habe. Wie waren die Regeln nochmal? Das mit dem Geld könnte ein Problem sein. Ich weiß, du hast scheiß Minijobs, aber Affenkäfige sind teuer. Und wenn du keine Käfige kaufst, bist du draußen. Das wusstest du aber vorher, Kollege. Also, schieb lieber ein paar Überstunden. Okay. Außerdem gibt es noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Was meinst du? Komm schon, benutze mal deine Fantasie. Es gibt viel Geld da draußen. Könnte deins sein, wenn du dich etwas mit dem in das Leben der Äffchen einmischst. Darum liebe ich diesen Club. Wie waren die Regeln nochmal? Komm schon. Ich habe dir wochenlang von den Regeln erzählt. Du musst deine Quoten erfüllen. Sonst wird die Organisation dich kicken. Dann bist du draußen. Ich habe gestern meine Beurteilung gekriegt. Bin wieder eine Stufe aufgestiegen. Bald darf ich bestimmt mit den richtig großen Tieren abhängen. Masked Maiden. Hehe. Sind das alle Regeln? Nee, Diskretion ist auch eine Regel. Aha. Sie mögen es nicht, wenn wir über den Club reden. Ja, und was hast du getan? Alles streng geheim, kapiert? Oh, und dann gibt's noch eine Regel. Das Füttern der Affen ist verboten? Nicht an den Käfigen rumspielen. Die Affen nicht provozieren. Keine Erdnüsse werfen. Du weißt schon, nicht ermischen. Das mag die Organisation gar nicht. Ganz und gar nicht. Leere Text. Aber um ehrlich zu sein, diese Regel ist, naja, was ist mit dieser Regel? Na, ich sag's mal so. Ach, vergiss es. Wir reden ein anderes Mal drüber. Okay, ich muss los. Dein Monkey Vision. Sollte jetzt installiert sein. Oh, diese Halbsätze machen mich fertig. Kannst es bestimmt kaum erwarten, dein Äffchen zu beobachten. Pass bloß auf. Dieser Scheiß macht süchtig. Was meinst du? Wie meinst du das? Schlimmer als Rauchen. Glaube ich nicht. Hab in der ersten Woche so viel Zeit mit den Käfigen verbracht. Hab kaum gegessen oder geschlafen. Mir ging's echt mies. Also iss genug. Und hau dich ab und zu aufs Ohr. Wir hören uns. Benutzer ist offline. Ja, okay. Ach, das heißt 30 Minuten hin, 30 Minuten zurück. Was ist das, ein Apfel? Zwei Essen, zwei Gesundheit, 12 Essen. Man kann sich noch Essen liefern lassen. Gehen wir einkaufen? Keine Ahnung. Was ich als erstes machen. Einkaufen. Yay. Oh, nee. Das wollte ich. Tellerwäscherassistent für bekanntes Hamburger Restaurant gesucht. Tolle Karrieremöglichkeiten. Handschuhe und Steuerschwamm werden gestellt. Anforderungen keine, nur Ehrgeiz und starker Wunsch zu lernen. Bis 12 bis Mitternacht. Oh, hier oben ist noch Kaffee. Oh. Erfahrung in Gastronomie oder Food Service. Das heißt, wenn ich da durch hingehe, Gassi gehe. 46, 110. Sure. Kann ich das machen einfach so? Ja. Wer spielt schon das Spiel, richtige Spiel, wenn ich jobben gehe? Regionaler Wasch- und Spülmanager. Das war nicht schlecht an Anbetracht deiner beschränkten Erfahrung.
Die edle Kunst des Scheuerns musst du aber noch lernen. Wenn du dich anstrengst, wirst du es so weit bringen. Wirst du es weit bringen. Komm zurück, wenn du mehr lernen willst. Okay. Hallo? Oh oh. Wo bist du, Schmarotzer? Vergiss nicht, dass ich in 2 Tagen vorbeikomme, um die Miete abzuholen. $90 wie immer. Halt die Kohle bereit. Ich will keine Ausreden hören. Deine Vermieterin. Es ist 22 Uhr. E-Mail. Liebes Mitglied, als Clubmitglied laden wir Sie ein, an unseren Beobachtungsstudien teilzunehmen. Dazu müssen Sie bestimmte Informationen über einige der in Ihrem Monkey Vision angezeigten Käfige übermitteln. Sobald wir überprüft haben... Was mit der Musik? Dass Ihre Angaben korrekt sind, werden Sie für Ihre Arbeit bezahlt. Wir erinnern Sie daran, dass es sich hierbei um freiwillige Aufgaben handelt und die Nichterfüllung Ihrer Beziehung zum Club in keiner Weise beeinträchtigt. Wenn Sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind, behalten Sie Ihren Posteingang im Auge. Okay. Was habe ich eigentlich hier unten? Okay, Notizblock. Oben, das Juwel in der Hexerkrone. Das Betriebssystem verbreitet... Oh, es ist schon 23 Uhr. Oh Gott. Ah. Sich wie ein Lauffeuer, wobei 9 von 10 PCs nun mit der neuesten Version ausgestattet sind. Billy Bob Whalen, der heilige Metzger, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Die wirtschaftliche Situation ist für 95% der Befragten sehr gut. Paar versucht, Kind im Internet zu verkaufen. Okay. Oh oh. Okay. Puppe. Fotos. Ski. Kamera. Fenster. Was sind das? Ach so, sind das meine unterschiedlichen. Aber eben hatte ich hier ein. Oh! Pausiert. Klick auf die Fragezeichen und wähle den Begriff aus, der deiner Meinung nach am besten zu den Wörtern im Kreis passt. Zum Ändern benutze einfach das Löschsymbol. Nach der Erstellung kannst du das neue Wort für Recherchen in der Suchmaschine benutzen. Okay. Leere Kartons, Puppe, Fenster, Ski. Dachboden. Recherchiere die im Notizblock notierten Begriffe, indem du auf ein Wort klickst, um es in die Suchmaschine einzugeben. Klicke dann auf Suchen. Du kannst auch nach einer Wortkombination suchen, indem du auf 2 Wörter klickst, um diese zusammen in die Suchmaschine einzugeben. Klicke dann auf Suchen. Okay. Fotos, Fenster, suchen. Okay. Dachboden. Dachboden suchen. Dachboden, Fotos. Fotos. Okay. Kann ich hier auch was anklicken? Scheint nicht so zu sein. Oh, hier ist es dunkel. Pharao. Okay. Oh, neuer Käfig. Ich kann 4 von 9 haben. Kann ich sonst noch was anklicken? Ich höre ein Baby schreien. Es ist 2 Uhr nachts. Kappe. Oh. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig beobachten. Aha. Okay, jetzt bin ich am Überlegen. Maus. Wozu gehört das?
Puppefenster. Keine Ahnung. Maus. Kamera. Habe ich eine Nachricht bekommen? Nein. Kann ich dich anschreiben? Nein. Ich glaube, es ist zu dunkel, um sonst noch was zu sehen. Wie sehr ich mir gerne noch eine weitere Kamera kaufen würde. Hier habe ich nichts weiter. Uhrzeiten sind alle mittags. Schlafen wir mal 4 Stunden? Es ist Mittag, Mitternacht und nicht mehr. Was ist morgens dann? Dann kann man wenigstens was sehen. Okay, okay, Tag 2. Ihre aktuelle Club-Einstufung lautet Stufe 1, Affenfreund. Verbleibende Tage bis zur nächsten Beurteilung. 4. Sie verfügen über 4 von 9 Kameras, die benötigt werden, um auf die nächste Stufe aufzusteigen. Moment, Moment. 9! 9! Ich muss innerhalb von 4 Tagen. 9! Neue Erkenntnisse über senile Demenz. Rekordquote für Schock-TV. Okay. Hitzewelle. Schlaflosigkeit. Wahlkampf beginnt. Okay. Okay, okay. Nein, 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 nein. Halt, 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 halt. Was habe ich denn? Ich habe eine E-Mail bekommen. Rekordpreise. Verpasst du immer die besten Angebote. Hier ist ein noch unschlagbarerer Preis für dich. 2 für 1 auf Obst. Ich habe, glaube ich, genug mehr gekauft. keine Abhängigkeit von Klebstoff und Tapezierleim. Nein, 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 nein. Viel Freizeit, 5 bis 21, dauert 2 Stunden. Lohn 24, das wären 42 für 4. Also lohnt sich das andere eher. Wir gucken erstmal kurz bei Monkey Vision hinein. Gibt es hier noch was, was ich... Aha. Liebes Mitglied, um unsere Datenbank zum Thema Tierverhalten zu erweitern, bitten wir Sie um Ihre freiwillige Mitarbeit als Beobachter von Käfig 1. Oder passiert irgendwas? Oh. Nackt? Entschuldigung? Nein, bedecke dich nicht. Gut, das ist besser. Diese Fotos sind viel Kohle wert. Entschuldigung. Maus. Oh Gott. Ugh. Zweimal nackt. Oh. Oh, oh no. Cellaboobs? Cellaboobs. Spiegelfotos. Nee, das sind geheime Fotos. Geheime Fotos, Dachboden. Nein, nein, nein. Habe ich das jetzt gesucht? Geheime Fotos, nackt. Fahndung gegen den Ring, der mit Nacktfotos berühmter Frauen handelt. Die Fotos erzielen einen hohen Preis auf dem Schwarzmarkt. Nach Angeben der Behörden sind Fotos von Schauspielerinnen und Sängerinnen am gefragtesten und zählen den höchsten Preis. Es gibt immer Perverse, die bereit sind, ein Vermögen für solche Bilder zu zahlen, sagt ein Polizeisprecher. Okay, Schwarzmarkt. Schwarzmarktfotos. Schwarzmarkt geheime Fotos. Okay, nee. Aber geheime
Das ist ja obviously ein Stalker. Oder jemand, der damit Geld verdient. Okay, das ist definitiv ein Museum. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Kameras. Okay, wir gehen schnell das hier machen. Brauchen Geld. Ich habe Angst, dass die Vermieterin uns rausschmeißt dann auch noch, wenn wir kein Geld haben. Manager, gute Arbeit. Du hast ein Talent dafür, dumm rumzustehen, ohne etwas zu tun. Hier ist dein Lohn. Dankeschön. Wir gehen noch mal kurz in die Monkey Vision. Okay. Da wollte ich draufklicken, aber kann ich nach... Wüste und Besucher. Es ist offensichtlich ein Museum. Ich werde doch... Warte, kann ich hier drauf? Ja, hallo? Oh, oh. Hallo, ich bin Amy und das ist mein Kollege Ted. Wir sind Apostel der Kirche der Zeugen Wylons. Haben Sie eine Minute Zeit, um das Wort von Billy Bob, dem heiligen Metzger, zu vernehmen? Okay. Großartig. Ich werde Ihnen ein wenig über ihn erzählen. Billy Bob Wylon war ein bescheidener Metzger, der in der ländlichen Region des Landes lebte. Er schnitt eines Tages Speck und fand eine geheime Nachricht auf einer Speckscheibe. Billy Bob, geh hinaus und verbreite das Wort. Er verließ sofort Chattooga Creek, sein Geburtsort, und gründete seine eigene Kirche. Nächstes Mal werde ich Ihnen mehr darüber erzählen. Bitte tun Sie uns einen Gefallen. Wir lassen die Pflanze bei Ihnen. Würden Sie sich für uns um sie kümmern? Wir werden in ein paar Tagen wiederkommen, um sie wieder mitzunehmen, wenn Sie das Vertrauen der Zeugen Wylons verdienen. Okay. Aber machen Sie sich keine Sorgen um das Gießen. Diese Pflanze lebt von der Liebe und Freundlichkeit, die in der Luft des Raums im Raum schwebt. Wir kommen bald wieder. Okay. Creepy. Ich gehe noch mehr Geld verdienen. Ich weiß, ich habe genug, aber einen Job kann ich jetzt auch schnell noch machen. Creative Director. Hey, du... Was zum Teufel machst du hier? Oh, natürlich. Der Geringverdiener, der den Leimeimer und meine Plakate rumträgt. Hier ist etwas Kleingeld. Kauf dir was Schönes. Okay. Kaufen wir uns noch einen neuen Käfig. Ist ab 9 Uhr morgens verfügbar. Okay. Wie viel kostet denn noch einer? 50. Ich habe 105. Das kann ich mir leisten. Sie. So. Und, Dachboden und geheime Fotos gibt nicht. Fotos, Dachboden, Kappe, geheime Fotos. Ich weiß es nicht. Kappe, Fotos, Oh. Ja. Schätze ich. Das könnte ich noch machen. Das ist nicht schlecht. Wenn ich sowieso noch ein paar Stunden warten muss, bis die anderen Kameras da sind, dann... Sicherheitsleiter, erwischt. Du bist eingeschlafen im Dienst. Das entehrt die Uniform. Hust, hust. Ich kann dir nicht vertrauen. Niemals. Hust, hust. Verschwinde und komm ja nicht wieder. Warum bin ich eingeschlafen? Nein. Es ist 5 Uhr morgens. Das wäre so gut gewesen. Okay. Das war's für diese Folge. Du wirst das nächste Mal sehen, was auf den Kameras zu sehen ist. Daumen nach oben, wenn es gefallen hat.
in die Kommentare schreiben, was du sonst noch so sehen möchtest. Abonnieren, wenn du nicht, wenn du magst, aber du musst nicht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Winke, winke!